Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Markus Eisenbichler landete beim dritten Skifliegen in Oberstdorf auf Rang 10. Urheberrecht Getty Images. Beim Skifliegen in Oberstdorf verpasst Markus Eisenbichler einen erneuten Podestplatz deutlich. Kamil Stoche siegt, ein Tscheche sorgt für einen Schreckmoment. Markus Eisenbichler hat zum Abschluss des Skiflugwochenendes in Oberstdorf einen erneuten Podestplatz klar verpasst. Beim ersten Saisonerfolg des Polen Kamil Stoch landete der 27-Jährige im dichten Schneetreiben als mit Abstand bester Deutscher auf Platz 10. Hinter Olympiasieger Stoch komplettierten Geburtstagskind Jewgeni Klimo, Russland, und der Pole David Kubacki das Treppchen. Für einen Schreckmoment sorgte Thomas Vancura mit einem spektakulären Sturz. Der Tscheche fiel nach einem Fehler nach dem Absprung aus großer Höhe auf den Boden, rutschte den Hang hinunter, blieb aber offenbar unverletzt. Eisenbichler fliegt hinterher: "Heute war ich platt, das war richtig anstrengend. Ich bin froh, wenn ich daheim bin." Und 10. "Das ist ja auch nicht so schlecht", sagte Eisenbichler in der ARD. "Mein zweiter Sprung war heute extrem spät. Da reichte es nicht mehr. Trotzdem freue ich mich auf die nächsten Herausforderungen." Eisenbichler, Siegsdorf, auf der Heini-Klopfer-Schanze zuvor 3. und 2. segelte beim dritten Fliegen auf 210,5 Meter und 206,5 Meter. Zum Podium fehlten dem zweiten der vier Schanzentournee mit 374,8 Punkten umgerechnet gut 25 Meter. Kobayashi nur auf Rang 9, eine Klasse für sich war Stoch, 413,2 Punkte, der auf 214,5 und 227,5 Meter kam. Der Japaner Ryuyo Kobayashi wurde einen Tag nach seinem 10. Saisonsieg 9. Zweitbester DSV Adler vor 9000 Zuschauern war Stefan Leie, Willingen, auf Rang 17. Martin Hamann, Aue, verbuchte als 29. Das beste Ergebnis seiner Karriere und schraubte zudem seine persönliche Bestweite von 209,0 auf 224,0 Meter. Der Oberstdorfer Lokalmatador Karl Geiger sammelte als 30. noch ein Weltcup-Pünktchen. Wellinger kommt nicht in Form. Olympiasieger Andreas Wellinger, Ruhpolding, der am Samstag schon in der Qualifikation gescheitert war, verpasste als 31. Dagegen den Sprung unter die besten 30. Richard Freitag, Aue, flog sogar nur auf Platz 48. Auch für Juniorenteam-Weltmeister Konstantin Schmidt, Oberaudorf, war als 42. nach der Qualifikation Endstation.